AI-Schreibprogramme, die uns helfen, Content für unseren Blog, für unsere SEO- oder Anzeigenarbeit zu erstellen, gibt es zurzeit wie Sand am Meer. In meinem Blog und auch auf YouTube findet ihr viele Reviews zu Writer, Niches, Texter AI und jetzt eben auch zu AI SEO. Warum mache ich überhaupt noch eine Review zu einem weiteren Tool, wenn es doch schon so viele gibt? Nun, der Grund ist ganz einfach. AI SEO hat ein Feature, was mich besonders interessiert, weshalb ich mir dies auch gekauft habe. Und das ist der intelligente Paraphraser. Also ihr könnt euren Content aus anderen Tools herausziehen, wie zum Beispiel WriterZen oder Phrase. Stellt also sinnvollen Inhalt zusammen und lasst diesen dann mit AI SEO umschreiben. Nun, AI SEO, was haben wir hier für einen Preis? Kostet standardmäßig, wenn wir jährlich zahlen, 15 Euro pro Monat. Es gibt hier auch eine kostenlose Variante für 3 Tage. Da kann man das mal ausprobieren. Und 5 Credits each day forever. Ihr könnt also kleinere Texte hier kostenlos ohne Zeitbeschränkung erstellen. Das ist sehr praktisch, vor allem um das Tool auszuprobieren. Für 15 Euro bekommt ihr 400 Credits im Monat und das sind um die 50.000 Wörter. Und das ist eine ganze Menge. Also wenn wir lange Beiträge mit 1.000 Wörtern schreiben, dann wären das 50 Beiträge pro Monat, die man hier erstellen kann. Das muss man erstmal zusammenbekommen. Das schaffe ich nicht. Also mir würde hier deutlich weniger reichen. Aber gut, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Zurzeit gibt es außerdem noch einen Deal und hier bekommt man das Tool für 49 Euro als Lifetime-Preis. Und in diesem Angebot haben wir dann 250 Credits jeden Monat. Also wir können jeden Monat um die 25.000 Wörter generieren, was für mich mehr als genug ist. Schauen wir uns jetzt aber an, was das Tool in der Praxis wirklich leisten kann. Dazu habe ich mich mal in meinen Account eingeloggt und hier sehen wir, dass ich schon ein paar Dokumente erstellt habe und meine Credits auch schon fleißig aufgebraucht habe. In diesem Beispiel wollen wir jetzt mal eine Review zu AI SEO machen und dann können wir die Ergebnisse auch gleich mit dem vergleichen, was ich mit Texter.ai, wohl einen direkten Konkurrenten von AI SEO, erstellt habe und mal schauen, welche Ergebnisse uns hier besser gefallen. Wie bei meiner Texter AI Review werden wir zunächst einmal einen Titel erstellen lassen. Unser Thema ist hier AI Schreibprogramm und wer selber schreiben kann, ist klar im Vorteil. Und dann schauen wir mal, wie hier die Ergebnisse der Titel sind. Theoretisch schaut sich jetzt AI SEO die Top 10 Ergebnisse an und versucht daraus eine neue Überschrift zu erstellen. Und hier sehen wir ein Schreibprogramm, das ein ganzes Leben durchläuft. Es könnte die Schreibindustrie so revolutionieren wie Google und Facebook, was ein Schreibprogramm ist und wie schreiben Sie eine. Ein Schreibprogramm und ihre Nachteile. Okay, interessant, könnte vielleicht noch sein, es könnte die Schreibindustrie revolutionieren wie Google und Facebook. Das wäre möglicherweise interessant. Ansonsten sind auch diese Titelvorschläge zum Teil etwas verwirrend und würde mich jetzt nicht wirklich anfixen. Wir bleiben also bei dem Topic und nehmen mal diesen Titel dazu. Und dann schauen wir, was für ein Blogbeitrag rauskommt. So, hier haben wir jetzt ein paar Metabeschreibungen dazu bekommen. Wenn alles klappt, könnte Schreiben bald vielleicht sogar einen neuen Typ von literarischer Spur setzen, die Welt nie zuvor gesehen hat. Text, den Maschinen geschrieben haben. Eine unglaubliche Verbesserung von Unternehmen, Geschichten automatisiert wurden und in aller Regel kein Missverständnis. Okay, Google schreibt sich ein Geschäftsmodell für Algorithmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bla 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 bla, das ist Google. Okay, das interessiert uns hier weniger. Ja, nehmen wir mal das. So, jetzt bekommen wir unsere Blog-Outline. Schreiben wird so gut wie verboten. Seit diesem Jahr versuchen wir es. Jetzt ist es zu spät. Los, Herr Einwänger, schreibt es. Was könnte so gut wie ein Schreibprogramm sein? Hier teilweise mit Englisch durchmischt. Na, die Outline gefällt mir nicht wirklich. Also zum Vergleich, die Outline, die wir hier bei Texter AI hatten, war deutlich besser. Und deswegen kopiere ich mir die jetzt auch einmal rüber. Lohnt sich ein KI-Schreibprogramm von AI SEO zu kaufen? Wie gut ist AI SEO? Das nehmen wir hier auch mal als Titel. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt für einen Text bekommen.
Okay, der Text ist jetzt erstellt und eins kann man gleich sagen, die Erstellung ist deutlich länger gewesen als von Texter AI, aber egal, wenn die Qualität gut ist, dann soll mir das egal sein. Ansonsten kann man festhalten, dass Texter hier deutlich schneller ist. Wie wir sehen, hat hier auch das Programm ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung. Aber schauen wir uns jetzt mal die Texte an. Das Schreiben kann seit Jahrzehnten als Geschreiber verdammt werden. Schreiben kann in der schärfen Schriftstellung in die Zukunft des Schreiben. Wir wissen alles darüber, was Google denkt, wie gut es ist, für mich ist wunderbar, was mein. Nee, also das Ergebnis funktioniert meines Erachtens leider nicht. Nur mal ganz kurz, wenn wir das vergleichen mit Texter AI, was wir hier für ein Ergebnis hatten. Hier ist ein Beispiel aus Text AI, was als Ergebnis kam. Und das habe ich in einem anderen Video im Detail ja besprochen. Und wie wir sehen, ist aber der Text hier deutlich besser. Also ist das Schreibprogramm gut? Ja, so ist es. Wir hoffen, Sie stimmen zu, dass es ein nützliches Werkzeug ist, das Autoren in ihrer Werkzeugkiste haben sollten, insbesondere wenn es darum geht, Blogs und andere Formen von Inhalten zu schreiben, die viele Fähigkeiten und Erfahrungen erfordern. Also dieser Text ist natürlich deutlich besser als das Geschreibsel, was hier rausgekommen ist. Und wir haben beide Tools jetzt mit der gleichen Outline gestartet. Wir können also sagen, dass das Erstellen des Blogbeitrags in diesem Beispiel jedenfalls nicht so erfolgreich ist wie in Texter AI, wo aber AI SEO durchaus Spaß macht. Das ist der Content Paraphraser. Und das ist für mich gerade für die SEO-Arbeit interessant, denn oftmals hat man ein paar Bausteine, die sehr interessant sind, möchte die dann nutzen und müsste die jetzt alle manuell umständlich umschreiben. Und für meine SEO-Arbeit nutze ich beispielsweise Phrase. Und hier können wir im Content Brief zu unserem Suchbegriff die besten Textbausteine ja direkt in unseren Content Brief reinkopieren, um das dann unserem Texter zu geben, der das umschreiben soll, beispielsweise. Und hier haben wir den Textbaustein. Pa, pa, pa. Und was ist eine Kryptowährung? Tang, tang, tang. Also, dann nehmen wir mal diese zwei Textbausteine, die wir hier als Beispiel nutzen wollen und sagen, okay, das wollen wir jetzt umschreiben. Dazu gehen wir jetzt zurück zu AI SEO, kopieren den Text hier einfach rein, sagen, der ist auf Deutsch. Und das Ergebnis soll auch auf Deutsch sein. Und jetzt schauen wir mal, was uns das Ergebnis bringt. Am Ende klicken wir auf Paraphrase. Und hier sehen wir jetzt die Zeit, die gebraucht wird, um diesen Text als einzigartigen Text umzuformulieren. Und eins kann ich schon sagen, das wird nicht perfekt, aber möglicherweise ein guter Startpunkt, dass man nicht alles neu schreiben muss, sondern man hat hier dann einen Text, auf dem man gut aufbauen kann. Der Vorteil zur komplett generierten Version ist, dass man jetzt natürlich auch Textinhalte nehmen kann, die etwas komplizierter sind oder fachspezifischer sind, da wir als Ausgangspunkt ja einen Text haben, der schon richtig ist und nicht von der KI erstellt wurde. So, jetzt vergleichen wir das Ganze mal. Kryptowährung und Steuererklärung, was Sie wissen sollten, wie man eine Bitcoin-Steuererklärung kauft. Na gut, kauft wäre erstellt. In Zeiten von sehr niedrigen Zinsen oder sogar Negativzinsen interessieren sich immer mehr Anleger für Bitcoins und Co. Aber wie ist das mit den Gewinnen? Wie werden diese steuerlich abgerechnet? Nee, angerechnet? Gibt es eine Bitcoin-Steuer? Wie berechne ich anfallende Steuer aus Gewinn mit Kryptowährung? Gibt es eine Möglichkeit, diese Steuern zu umgehen? Alles Wissenswerte erfahren Sie hier. Daraus wurde jetzt. Wenn sich die wirtschaftlichen Zeiten ändern, steigt die Zahl der Anleger, die sich mit der Welt des Bitcoins, der Blockchain-Technologie und der Kryptowährung beschäftigen, deutlich an. Doch trotz der jüngsten Steuerreformen stehen die steuerlichen Bedenken noch immer im Hintergrund. Wie das geht, lesen Sie in diesem Beitrag. Hier würde ich jetzt also noch einen Satz einfügen. Wie genau berechnet man die Besteuerung von Kryptowährung und Handel mit Kryptowährung? So, einen Satz noch einfügen. Der Rest ist aber meines Erachtens schon sehr gut. Und auch das ist in Ordnung. Hier geht es dann weiter. Was ist Kryptowährung? Da steht, die meist bekannte Kryptowährung sind Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Was ist Kryptowährung? Und hier steht, zu den am häufigsten verwendeten Kryptowährungen gehören Bitcoin, Ethereum, Ripple und Bitcoin Cash. Wir haben hier im Original, Kryptowährungen sind keine Währung im eigentlichen Sinne, sondern digitale Währung. 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung öffentlich gehandelt. Inzwischen gibt es mehr als 4500. Bababa. Daraus wurde jetzt ein Absatz. Die Idee hinter der Schaffung von Kryptowährung ist, dass es keine Möglichkeit gab, Werte auf sichere und transparente Weise miteinander zu übertragen. Die meisten Münzen basieren auf Bitcoins. Im Gegensatz zu anderen Währungen, die von der Regierung ausgegeben werden, werden sie jedoch nicht vom Staat ausgegeben. Da haben wir hier unten den Absatz, im Gegensatz zu anderen Währungen, nicht von staatlicher Seite ausgegeben. So, dieser Text ist jetzt zu 88% einzigartig.
Insgesamt haben wir aber mit einem Klick eine schöne Ausgangslage basierend auf unserer SEO-Recherche. Und das ist natürlich eine Sache, die AI SEO super spannend macht. Probiert die unterschiedlichen Tools einfach aus. Für eure Nische kann es ganz unterschiedliche Ergebnisse geben. Texte bei mir funktionieren oder nicht funktionieren, bedeutet das nicht, dass das bei eurer Nische genauso ist. Probiert die verschiedenen Tools einfach aus. Meine Arbeit jetzt mit den verschiedenen Tools kann ich sagen, dass Texter AI aus dem Kalten heraus ganz vernünftige Texte erstellt, mit denen man eine schöne Grundlage hat zu schreiben. Möchte ich Texte basierend auf meiner SEO-Recherche erstellen, hier meine Recherche ist mit Phrase erstellt, und möchte diese Texte dann umschreiben, ist hier AI SEO für mich ein praktisches Tool, denn ich lasse einmal das Ganze umschreiben, habe dann basierend auf meiner Recherche einen weitgehend einzigartigen Text. Und hier sehen wir auch solche Sachen wie ETH für Ethereum wurde hier in Ethereum automatisch umgewandelt. Also auch diese speziellen Begriffe, die jetzt nicht jedem so unbedingt geläufig sind, werden vom Tool wunderbar erkannt und auch genutzt, um einzigartige Texte zu erstellen. Und auf dieser Grundlage kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, diesen Text nehme ich jetzt und erstelle daraus meinen eigenen Text, indem ich hier die Übergänge schreibe, noch ein paar Informationen hinzufüge, die für mich interessant sind. Und dann habe ich einen einzigartigen Text. Ich starte aber nicht mit 0, sondern dann mit einem Text, der vielleicht schon 1000, 2000, 3000 Wörter hat. Und das spart natürlich enorm Zeit. Ich hoffe, die Review bringt euch ein bisschen weiter. Die Partnerlinks zu den verschiedenen Tools findet ihr in der Beschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Texterstellung, gerne auch mit Hilfe verschiedener AI-Tools.